Ja, hallo Leute und damit willkommen zurück auf Creative Simon und zu einem weiteren Datapack Video. Das Ganze ist für die liebe Martina, die hatte sich nämlich mal gewünscht, dass ich zeige, wie man Portal Guns bekommen kann, und hier ist das Video dazu. Wie immer, wenn du auch einen Wunsch hast, dann schreib mir doch gerne in die Kommentare oder komm auf meinen Discord-Server, Link in der Videobeschreibung. Und dann werde ich mich in den nächsten Wochen drum kümmern. Damit würde ich mal sagen, fangen wir mal an. Du hast jetzt zwei Optionen. Wenn du weißt, wie man Datapacks installiert, dann kannst du jetzt eine Minute nach vorne skippen. Falls du nicht weißt, wie man Datapacks installiert, dann bleib doch einfach jetzt dran, denn das zeige ich dir jetzt. Als allererstes scrollst du unter dem Video, bis du hier den Button Mehr anzeigen siehst und klickst dort einmal drauf. Danach hast du hier einmal Datapack Download und klickst dort auf den blauen Link. Danach wirst du zu dieser Seite hier weitergeleitet und klickst dann auf den roten Download-Button. Danach fragt er dich, wo du das Ganze speichern möchtest. Ich mache das auf dem Desktop, ihr solltet das da tun, wo ihr das auf jeden Fall auch wiederfindet. Als nächstes geht ihr dann auf euren Desktop und haltet die Windows-Taste gedrückt und dazu drückt ihr dann noch R. Danach gebt ihr in das Feld hier %AppData% ein und drückt Enter. Danach schaut ihr zwischen den ganzen Ordnern, wo der .Minecraft-Ordner sich befindet, und geht dort in den Saves-Ordner. Im Saves-Ordner sucht ihr dann die Welt, die ihr haben wollt. Ich habe hier eine tolle Welt für ein Datapack, dort gehe ich dann rein. Und in dem Ordner sucht ihr dann Datapacks. Dort fügt ihr dann einfach die Datei, die ihr gedownloadet habt, ein, und damit ist das Datapack auch schon installiert. Und damit geht es weiter in Minecraft. Zurück in Minecraft angekommen, müssen wir jetzt nur noch einen simplen Command eingeben, und zwar ist es einmal /reload und dann haben wir hier stehen Portal Guns bei Creative Simon, und im Chat ist wie immer etwas Eigenwerbung. Im Inventar brauchen wir dann eine Enderperle und dann diese verschiedenen Farben, mit denen ihr dann die Portal Guns craften könnt. Ich mache das Ganze in meinem Schnelldurchlauf. Gelb und Grün mit einer Enderperle ergibt die Yellow Portal Gun, Blau und Rot. Zusammen mit einer Enderperle ergibt die blaue Portal Gun, dann noch Hellblau und Orange. Das zusammen ergibt dann die hellblaue Portal Gun. So, mit den Portal Guns können wir dann zum Beispiel hier an diesem Baum mit einem Rechtsklick ein Portal setzen. Und wenn wir uns reinstellen, steht hier schon Zeit bis zum Teleport, aber wir wollen uns noch nicht teleportieren. Das wird auch nicht funktionieren, denn wir müssen erstmal mit dem Orangenen, was wir gerade bekommen haben, ein weiteres setzen. So, das Orange haben wir hier. Stellen wir uns mal rein. Zeit bis zum Teleport ist eine kleine Sicherheitssache, dass ihr nicht die ganze Zeit hin und her teleportiert werdet. Schon landen wir hier beim Blauen. Vom Blauen können wir dann auch wieder zurück zu dem Orangenen. Das heißt, wir kommen an dem Baum hier raus. Die anderen sind genau die gleichen. Das heißt, wir können jetzt hier in die Luft zum Beispiel ein Gelbes setzen und hier vorne ein Lime bzw. Grünfarbenes hinsetzen. Und wenn wir uns dann hier mal reinbegeben, steht hier wieder Zeit bis zum Teleport und wir ploppen hier aus dem anderen raus. Das gleiche geht natürlich auch mit Blau. Blau können wir jetzt zum Beispiel mal an diese Stelle setzen, das heißt einmal Rechtsklick dahin, dann erhalten wir Rot, und wenn wir Rot hier einmal Rechtsklick machen, haben wir da ein Rotes. Das Ganze ist mit den Servern oder allgemein auf Servern kompatibel. Den Link zu dem Ganzen findet ihr in der Videobeschreibung, und dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen kreativen Daumen nach oben da, und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, auch ein Abo, und dann sehen wir uns im nächsten Video.